Hi, ich bin Iris und heute gibt es eine Rezension zu Forbidden Dreams von Bailey Minx, aka Incalorine Minton. Und unsere Protagonistin in diesem Buch heißt auch Bailey Minx, sprich, sie hat das Buch geschrieben. Und eigentlich ist es ja eine Trilogie, also es gibt drei Bände. In diesem Taschenbuchband sind die ersten zwei Bände zusammengefasst und der dritte, ich weiß nicht, ich glaube, den kann man sich auch einzeln als Taschenbuch kaufen und als E-Book. Aber ich habe irgendwie nicht so das Verlangen, den dritten Teil jetzt auch noch zu lesen. Denn in dem dritten Band geht es nur um eine Fantasie von ihr und mich interessieren ihre Fantasien eher nicht so. Also es ist eine erotische Kurzgeschichte, hat ungefähr 190 Seiten und ja, Bailey macht eine Therapie, weil sie naja, zum einen sexsüchtig ist und zum anderen eben komische Fantasien hat und deswegen sich Sorgen macht, ob vielleicht mit ihr irgendetwas nicht stimmt. Und deswegen geht sie in Therapie und lernt dort Mark kennen. Und die ersten zwei, drei Kapitel sind Therapiestunden, die sie dann eben in seiner Praxis verbringt. Und die haben dann schon ein bisschen was länger laufen, als man in die Geschichte reingeworfen wird. Und ich fand die Protagonistin, was ihre Persönlichkeit, ihren Hintergrund jetzt abgesehen von den ganzen Fantasien und ihren komischen Vorlieben betrifft, war sie nicht wirklich so interessant und spannend. Unsere Protagonistin war eher flach und nicht so ausgearbeitet, wie ich es mir gewünscht habe, aber dafür unser männlicher Protagonist, nämlich Mark, der hatte eine richtig interessante Hintergrundgeschichte und ich habe auch wirklich gern mehr über seine Hintergrundgeschichte erfahren und vor allem fand ich es spannend, wie die Beziehung zwischen den beiden sich entwickelt hat und was dann noch alles passiert ist und der Plot-Twist hat mir auch super gefallen und der Schreibstil war toll und die Settings im Buch, also ich fand das richtig, richtig toll und was soll ich sagen? Eigentlich mag ich ja Kurzgeschichten nicht so gerne, aber hier, ich glaube, das ist bis jetzt die beste Kurzgeschichte, die ich je gelesen habe oder eine der besten. Und ja, ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, der auf erotische Kurzgeschichten steht. Und mir hat das Ende auch super gefallen. Und ja, und das Cover, also bitte, das ist ja... Hallo! Richtig, richtig hübsch. Incalorine Minton hat auch noch weitere Pseudonym-Namen, wie beispielsweise Lucy Palmer. Und sie hat ganz, ganz viele E-Books und davon werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar ansehen. Wie gesagt, den dritten Band davon werde ich nicht lesen, weil ihre Kurzgeschichten haben mir es einfach nicht angetan. Ihre Fantasien haben es mir einfach nicht angetan. Deswegen werde ich das lassen, weil die Geschichte um die zwei Protagonisten ist in diesem Band schon beendet und deswegen ist für mich diese Geschichte abgeschlossen und ich werde mir auf jeden Fall weitere E-Books von Incalorine Minton anschauen, weil sie kann es einfach. Also sie kann einfach schreiben und es macht richtig Spaß. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen und es ging auch ratzfatz durch und ja, ich bin froh, mir das gekauft zu haben und es gelesen zu haben. Und das war's mit meiner Rezension zu Forbidden Dreams.